So, liebe Freunde bei RW Deutsch, René Wolf spricht Deutsch, RT Deutsch ist ja verboten. Also, ich befinde mich hier sozusagen im Feindgebiet. Heute geht es um Professor Markus Gabriel. Und da fragen wir doch einfach mal Google. Ist ja die beste Quelle. So. Also, ich mache jetzt mal hier Professor Markus Gabriel. Laut Wikipedia, Markus Gabriel ist ein deutscher Philosoph, Buchautor und Vertreter des neuen Realismus. Und diesen Vertreter des neuen Realismus wollen wir jetzt erstmal zu Wort kommen lassen. Ich habe jetzt mal auf Nichtstören mein Handy gestellt, damit uns niemand stört. Was sagt denn der Professor zur allgemeinen Weltlage? Na, da wollen wir ihn doch mal anhören. Apropos Marx, ja, war ich auch erstaunt, als ich gehört habe, dass du erklärt hast, habe ich extra mitgebracht, damit mir das bestätigst. Karl Marx Nein. und sein Marxismus ist eine Verschwörungstheorie. Genau. Das heißt, was hier vor mir steht, für unsere Zuhörenden, das Kapital, eines der berühmtesten Werke der Menschheit, ist ein verschwörungstheoretisches Werk. Genau. Es gibt auch andere berühmte Werke der Menschheit, die verschwörungstheoretisch sind. Alle verschwörungstheoretisch. Aber Karl Marx war ein das ist ja Verschwörungstheoretiker. der Begriff Verschwörungstheorie geht auf Karl Popper zurück. Ja, also es gibt natürlich viele Stellen, an denen Karl Popper das eingeführt hat. Da kommt das erstmal her, Ja, aber du weißt ja, ne, Klarheit, was heutzutage unter Verschwörungstheorie. Ich glaube, nichts Klares. Heute versteht man unter Verschwörungstheorie erstmal auch nichts Klares, sondern da sagt man. Trägst du zur Klarheit bei, indem du Karl Marx und das Kapital zu einer Verschwörungstheorie? Ja, weil ich glaube, das ist eine Was ist Verschwörungstheorie. daran eine Verschwörungstheorie? Karl Marx glaubt erstens, ein Prinzip dazu gefunden zu haben, wie Mehrwertproduktion geführt. Das steht ja da drin. Da steht ja eine Theorie. Da steht ja nicht drin, seid nett zueinander und rettet das Klima. Das steht auf keiner Zeile. Es gibt nichts Klimafreundliches in diesem Buch. Sehr interessant. Die Mehrwerttheorie von Karl Marx sagt einfach, es ist sehr, sehr einfach, das wirklich zu sagen, dass ein Arbeiter einen Mehrwert erzeugt, den sich der Kapitalist aneignet. Sonst kann er sich ja nicht große Villen und Yachten leisten oder davon leben, dass er gar nicht selber arbeiten muss. Ne? Das ist jetzt eigentlich Verschwörungstheorie. Mal sehen, da kommt ja noch was anderes. Ja, das glaubt man jetzt in späteren Schriften zu entdecken. Wenn man das, was da steht, das Kapital liest, dann steht davon erstmal schon mal gar nichts. Da gibt es eine Theorie darüber, wie Mehrwertproduktion funktioniert. Er erklärt eigentlich und Ja. teilweise bewundernswert, wenn du dich damit beschäftigst, wie der Kapitalismus funktioniert. Nee, das ist, er erklärt, wie bestimmte Formen der Mehrwertproduktion zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt funktionieren. Ja, zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt war der Mehrwert ja auch nichts anderes als genau das, was heute passiert. Ich bin jetzt, also bei all dem Falschen, was der liebe Professor, einer der jüngsten in der Bundesrepublik Deutschland übrigens sagt, was der jetzt sagt, bin ich jetzt mal gespannt, was Thilo Jung darauf zu sagen hat. Alles andere wäre auch nicht vereinbar mit diesem Buch. Und das war damals, also als er damals den damaligen Kapitalismus oder das Ja. kapitalistische Handeln, Ja. die Industrie und alles Mögliche beschrieben hat, das war eine Verschwörungstheorie. Weil Karl Marx glaubt darüber hinaus, dass es historisch-dialektische Prinzipien gibt. Das ist ja nur meine Hauptidee, dass die Geschichte bestimmten Prinzipien untersteht. Ja, es gibt also Gesetze, denen. Also, dass die Geschichte bestimmten Prinzipien untersteht. Der dialektisch-historische Materialismus, wonach die Geschichte dann also vom Feudalismus über Kapitalismus zum Sozialismus zum Kommunismus kommt, notwendigerweise, das hat Karl Marx in seinem Spätwerk zurückgenommen. Der hat gesagt, naja, wenn die Arbeiter es nicht einsehen und keine Revolution machen, dann geht die Scheiße immer so weiter. Was wir ja heute sehen. Mal sehen, ob Thilo Jung dem etwas zu entgegnen hat. Die Geschichte folgt, ja, und diese Gesetze sind gebunden an bestimmte Klassen, nicht? Da gibt es dann die Kritik des Kapitalisten und da meint er auch eine bestimmte Funktion und nicht den, den und den.
Ja, so. Das heißt, es gibt, wie man heute so redet, systemische Voreinstellungen, die Marx glaubt aufgedeckt zu haben, mit dem Kapital, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten, denen die Geschichte folgt. Und genau. Ja, natürlich gibt es systemische Voreinstellungen der Gestalt, dass, wenn du ein Privateigentum an Produktionsmitteln hast und wenn das vom Staat genehmigt ist und du sagst, ja, mach mal nur weiter. Wer am meisten Privateigentum an Produktionsmitteln hat, der wird das schönste Leben führen. Ich warte immer noch auf Thilo Jungs Widerspruch. Das tun Verschwörungstheorien. Er ist auch berühmt dafür, irgendwie gesagt zu haben, ich paraphrasiere jetzt, Kapitalismus führt immer wieder zu Krisen. Ja. Also es Der Thilo Jung sagt, der Kapitalismus hat dann Krisen. Er will gar nicht darauf eingehen, was Kapitalismus ist. Er sagt, aber die schlimmen Krisen, oder sagt er noch mehr, habe ich mich geirrt, habe ich mich getäuscht, habe ich mir das ganze Video noch nicht angeguckt? Entscheidet selbst. Geht nicht ohne, es gibt immer wieder ein Auf und Ab. Das hat sich als wahr herausgestellt, auch in der heutigen Zeit noch, in den letzten 150 Jahren, ja, das seitdem er das geschrieben hat. Das ist ja immer wahr. Das ist immer wahr. Da sieht man genau den Charakter, was ich meine, Verschwörungstheorie. Wenn man sowas wagt, der Kapitalismus hat Krisen. Alles hat Krisen. Was heißt das jetzt genau? Was ist das Gesetz? Und da hat der wirklich einen Punkt. Alles hat Krisen. Was ist das Gesetz? Die Krise, was Thilo Jung jetzt hier behauptet, ist noch gar kein Argument. Warum Krise, wofür, in welchem sogenannten System? Und also der Thilo Jung spielt, die beiden spielen Ball. Und der Thilo spielt dem Professor ständig den Ball wieder zu. Ja, also will man jetzt ein Gesetz aufdecken der Form, dass es immer so und so zu nicht alle 17 Jahre eine Bankenkrise gibt. Das wäre zum Beispiel ja eine fallible, überprüfbare wissenschaftliche Behauptung. Das wäre das Gegenteil einer Verschwörungstheorie. Wenn er aufgezeigt hat, dass es um die Akkumulation des Kapitals geht, das ist eine Verschwörungstheorie. Dass es ein Prinzip gibt, dem alles menschliche Handeln in einer bestimmten Wirtschaftsform folgt, halte ich tatsächlich für eine Verschwörungstheorie, klar. Das ist eine völlig übergeneralisierte Theorie, die, also ein Charakter einer Verschwörungstheorie ist ja, dass es keine Möglichkeit gibt, sie ja durch eine Studie zu bestätigen oder zu widerlegen. Die stimmt auf eine bestimmte Weise immer, je nachdem, wie man sie formuliert. In diesem Buch stehen sehr viele reine nicht verschwörungstheoretische Sachen, Hypothesen darüber, wie irgendwas funktioniert, Korn und Reis und so weiter. Ja, ist ja ein relativ langweiliges Buch, wenn man das mal durcharbeitet. Ja, da hat er auch wieder einen Punkt. Das Kapital von Marx, die Kritik der politischen Ökonomie, ist ein relativ langweiliges Buch. Es ist gar kein langweiliges, es ist ein kompliziertes Buch, wo man sich doch heute auch noch fragen kann, hätte er das nicht einfacher formulieren können? Es ist nicht langweilig. Es ist sehr kompliziert, aber die Zusammenhänge sind eben auch kompliziert. Also langweilig ist es nicht. Ich habe Marx Kapital bis Seite 60 gelesen und dann dachte ich mir, oh wei, ich weiß nicht, ob ich noch Lust habe, das zu lesen. Es ist ein sehr kompliziertes Buch und ich bin wahrscheinlich zu blöd mit meiner Kommunistenmütze, um es zu begreifen. Vielleicht begreift ihr es. Da geht es ja nicht zur Sache und der Kapitalismus wird kritisiert, sondern gehen hunderte Seiten von Details Untersuchungen. Und da ist ganz viel empirisches Material drin, was aber heute alles natürlich überhaupt nicht mehr gültig ist. Ja, dann eine ganze Reihe. Das ist heute überhaupt alles nicht mehr gültig. Was ist denn daran nicht mehr gültig? Im Folgenden wird Hans Jessen von Jung Naiv noch einige kritische Fragen stellen. Von Fragen beschäftigte sich kritisch mit der These, dass Marx eigentlich der Vater der Verschwörungstheorien sein. Ich möchte das zusammenfassen in der Frage, der Begriff der Verschwörungstheorie setzt voraus, dass es Verschwörer gibt. Ja. Menschen oder Institutionen, die sich heimlich verabreden, um bestimmte Ziele durchzusetzen. Wo bei Marx findest du welche Akteure als Verschwörer? Ja, also so verwende ich den Begriff nicht, sondern so wie Karl Popper. Das ist der Begriff. Nein, das ist nicht der. Es gibt nicht den Begriff. Ich verwende ihn ausdrücklich genauso wie Karl Popper. Conspiracy Theory.
Und bei Marx gibt es natürlich Elemente auch einer solchen Vorstellung, wenn von den Kapitalisten, was aber überhaupt nicht zentral ist für die Argumentation, die er Charaktermasken nennt. Und das ist das Gegenteil. Und Charaktermasken sind begrifflich das Gegenteil von bewusst agierenden und dann auch noch heimlich sich verabredenden. Ja, aber das glaube ich nicht, dass das, also natürlich ist das auch ein Sinn, in dem wir von Verschwörungen reden. Aber ich glaube auch die gegenwärtigen Verschwörungserzählungen, die es so gibt, die wir besorgt betrachten und so weiter, haben nicht diesen Charakter. Doch. Einige davon schon. Es gibt auch die. Welche denn nicht? Ha? Welche denn nicht? Ja, die Idee, dass, ja, zum Beispiel die Idee, dass es eine systemische Struktur gibt des Kapitalismus, die dafür sorgt, dass Menschen gierig werden. Ja, es gibt eine systemische Struktur des Kapitalismus, die dafür sorgt, dass Menschen gierig werden. Wonach? Ja, nach Geld. Was denn sonst? Oder nach Kapital. Geld ist übrigens nicht gleich Kapital. Ne? Geld, das sich vermehren kann, ist Kapital. Also, aus Geld über die Warenproduktion oder die Dienstleistungsproduktion soll mehr Geld werden. So, das ist Kapital. Kapital ist nicht, was der Kleinanleger sich irgendwie in die Hosentasche legt oder aufs Bankkonto legt und sagt, oh, daraus soll dann mehr Geld werden. Ne? Geld, Ware, Geld, Strich, also mehr Geld. Das ist das Prinzip des Kapitalismus. Ob das Hans Jessen auch versteht, hören wir mal zu. Das würde ich sagen, wäre eine Verschwörungstheorie. So verwende ich das auch. Ja, also das sind aber nicht die Verschwörungstheoretiker, über die wir aktuell als solche reden. Genau, und ich will den Diskurs umlenken. Ja. Ich kehre zurück zu dem Begriff von Karl Popper. Ich kann das nur noch mal sagen. Ich verwende das wie Karl Popper. Darüber können wir jetzt streiten, auch über die Popper-Auslegung, ob die richtig ist. Aber so verwende ich das Wort. Gut. Das ist, was ich gesagt habe. Also für dich ist Verschwörungstheorie denkbar ohne die agierenden Verschwörer als solche. Richtig, genau, genau. Da kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt aber ein argumentativer Taschenspielertrick. Das ist eigentlich Pippi Langstrumpf. Du redest und bewegst dich und dominierst eine Welt, nachdem du sie dir erstmal nach eigenem Gusto oder Poppers Gusto zurechtgeschnitzt hast. Nö, das ist ja ein wissenschaftlicher Gebrauch des Wortes Conspiracy Theory. Danach, es hat sich ja eingebürgert später, ja, festzustellen, es gibt sehr viele Menschen, die glauben zum Beispiel, dass einige Gruppen, was weiß ich, Bill Gates, ja, entweder Individuen oder Superreiche, die Superreichen und so weiter, irgendetwas insgesamt betreiben. Die Superreichen haben Donald Trump gekauft. Wäre auch eine Verschwörungstheorie. Ja, das ist der Ansatz von Verschwörungstheorien, wie er zumindest nach meinem journalistischen Eindruck aktuell verwendet wird, dass er nämlich ausgeht von real existierenden Verschwörern. Und ich finde die Poppersche Definition deswegen so kritisch, wie du sie auch verwendest, weil die tatsächliche Erzählung, wo es Verschwörer des Kapitalismus gab, die haben wir im deutschen Faschismus erlebt. Ja. Da war es das Weltjudentum, was als Finanzjudentum... Okay, also... das ist jetzt ganz schlimm. Also der Faschismus ist ganz schlimm. Ne? Weltjudentum als große Verschwörung. Es ist immer ganz schwer mit diesen historischen Vergleichen. Weil was soll denn das überhaupt? Zu sagen, im Faschismus war das erst ganz schlimm mit dieser Verschwörungstheorie. Es gibt Verschwörungen, ganz reale. Das weiß man auch. Da muss man nur die Zeitungen lesen, die Mainstream-Presse, ganz banal. Es gibt Preisabsprachen. Das hat mit Weltjudentum überhaupt nichts zu tun. Ich muss nicht immer die Nazi-Keule auspacken, um Kapitalismus zu analysieren. Aber indem er jetzt auf das Nebengleis geht, gibt er dem Philosophen dann wieder einen vor, der sagen kann, ja, stimmt, das war ganz schlimm, das war ganz schlimm. Wobei der Kern der Sache, die eigentliche Verschwörung, die Preisabsprache, die staatlich legitimierte Preisabsprache, nicht mehr beleuchtet wird. Diese Verschwörung bezeichnet, und die haben sich ja
durchaus auch in der Theorie als Sozialisten bezeichnet, Nationalsozialisten. Klar. Musst du nicht befürchten, dass deine Definition, die sagt, Marx ist eigentlich der Vater der Verschwörungstheorien, genau dahin führt. Nein, die führt nur dahin, den Marxismus selber als eine gefährliche Ideologie zu bezeichnen, wofür ich ihn tatsächlich halte. Mhm. Worin besteht die Gefahr? Wir haben den realhistorischen Kommunismus erlebt und wir hatten ein marxistisch... Nein, wir haben gar keinen realhistorischen Kommunismus erlebt. Kommunismus ist etwas, was es noch nie gab. Kommunismus ist wirkliche Planwirtschaft für Bedürfnisse. Am besten natürlich weltweit. Das ist Kommunismus. Jedem nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Fähigkeiten. Das ist Kommunismus. Wo gab's das? Es gab sozialistische Versuche bisher und gibt sie bis heute. Und er behauptet, naja, wir haben den Realkommunismus. Hä? Es gab Staaten, die haben sich als realsozialistisch bezeichnet. Also die haben noch ein Attribut vor Sozialismus gesetzt, bisschen mit schlechtem Gewissen, weil sie wussten, naja, so richtig der Sozialismus ist es dann aber auch nicht. So eine richtige Planwirtschaft für Bedürfnisse ist es eben auch nicht. Und wir haben schon den Realkommunismus erlebt. Ich frage mich immer, in diesen bürgerlichen Sendungen wie Jung und Naiv, kommt da mal ein Widerspruch? Kommt da mal irgendein Einwand? Kommt da mal eine Frage? Hier kommt keine Frage. Oh, bitte, wir können weitergucken. Vielleicht kommt ja noch eine Frage. Ich bin jetzt schon total überrascht. Leninistisches Land auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik. Ja. Darin besteht die reale Gefahr. Ja, damit wir haben das kommunistische China und wir haben Nordkorea. Das ist eine hinreichend reale Gefahr. Ja. Genau. Die Antwort derer, die diese Systeme auch nachträglich nicht so völlig verdammen wollen, die sagen dann, ja, wir haben ja aber den wirklichen Kommunismus noch gar nicht erlebt oder den Sozialismus, sondern nur seine Fehlentwicklung. Das ist doch eine strukturell ähnliche Argumentation wie deine. Du sagst, wir haben den wirklichen Kapitalismus ja noch gar nicht erlebt. Genau, das ist immer die Debatte bei Kapitalismus versus zum Beispiel Kommunismus oder Feudalismus. Es gibt ja noch einen dritten Player in der Debatte. Den ignorieren wir. Mhm. Wenn wir den Streit führen, oder den wichtigen Streit, den wir gerade führen, ignorieren wir die dritte Position, den Feudalismus. Und der kommt gerade auch zurück. Ah, er will jetzt gar nicht mehr über Kapitalismus und Sozialismus und Kommunismus reden, sondern sagt, aber jetzt geht's ja mal um den Feudalismus. Eine Frage, die gestellt wurde, weil du häufig von Moral sozusagen als universeller Feststehender gesprochen hast. Wer stellt das fest? Wer setzt die Normen einer universellen Moral und wer entscheidet, was dazugehört? Ja, das setzt niemand fest, sonst wird es auch nicht funktionieren. Da brauchen wir keine Festlegung. Deswegen spreche ich ja von moralischen Tatsachen. Und die Universalität der moralischen Tatsachen besteht in der Austauschbarkeit der Akteure. Die Universalität der moralischen Tatsachen besteht in der Austauschbarkeit der Akteure. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Was ist denn das wieder für ein Unsinn? Natürlich sind die Akteure der Moral austauschbar. Aber was ist daran universal? Das sind eben so Philosophen. Die geben ganz schlau klingende Sätze von sich, die leider im praktischen Leben überhaupt keinen Sinn haben. Und darauf fallen auch die Akteure von Jung und Naiv herein. Ja, das heißt, wenn ich eine moralische Verpflichtung habe gegenüber etwas oder jemandem, dann ist es dann eine moralische Verpflichtung, wenn andere ähnliche Akteure dieselbe haben. Wenn es nicht bloß meine. Ja, wenn andere ähnliche Akteure dieselbe Meinung haben, dann ist es universal. Es sind ähnliche Akteure. Es sind aber nicht Akteure mit den gleichen Interessen. Also ein Akteur, der ein Vermieter ist, der hat doch ganz andere Interessen als ich als Mieter. Ne? Und die meisten Akteure
im normalen bürgerlichen Leben, das sind eben die Mieter. Oder die Eigentumslosen. Die Leute, die nichts anderes haben als ihre wahre Arbeitskraft. Das sind die wahnsinnig größten Akteure. Und er setzt jetzt alles in eins und der Hans Jessen, der kann da, der wird jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen haben. Das heißt universal. So, und genau, und das bedeutet, genau. Das ist das Universelle. Genau. Ja. Das bedeutet doch aber, dass das, was wir als Moral ansehen, positiv definiert, Verabredung, Konvention zwischen agierenden Menschen oder Gesellschaften oder Teilgesellschaften ist. Nein. Oder gehst du davon aus, dass es Moral gibt, unabhängig davon, ob Menschen sich darauf verständigt haben, dies als moralisch anzusehen? Natürlich gehe ich davon aus, genau. So, wer stellt dann fest, nochmal, wer legt die Kategorien fest für das, was diese objektiv unabhängig vom menschlichen Willen existierende Moral sei? Diejenigen, die sie erkennen, ist genau gleich wie im theoretischen Fall. Wer legt fest, dass vor mir ein Glas steht, ist auch keine gesellschaftliche Frage. Da steht eins oder steht keins. Da fragt man ja auch nicht, wer legt das fest. Warum gibt es in der Moral die Neigung zu glauben, das muss jetzt jemand festlegen? Ja, wenn es Tatsachen gibt, ist es keine Frage der Festlegung. Was sind denn moralische Tatsachen? Was sind moralische Tatsachen? Das muss schon eine Festlegung dafür geben, eine Definition dafür geben. Die Tatsache eines Glases, eines halb vollen oder halb leeren Glases, lässt sich physikalisch nachweisen. Genau. Das ist einfach. Natürlich. Das geht bei Moral nicht. Nein, nicht physikalisch, Richtig, Moral. Es geht nicht physikalisch. Aber er behauptet ja, ideologisch wäre eine Objektivität feststellbar, wonach Moral zu definieren wäre. Ich meine, wenn der Hans Jessen jetzt damit kommt, ein Glas ist eben halb voll oder halb leer oder irgendwie so auf dem Eichstrich, so, dann ist das was physikalisch Feststellbares, ist okay, aber es ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Weil Moral ist eben was Schwammiges und nichts Konkretes. Ist ein Wertesystem und dann ist die Frage berechtigt, wer setzt den Wert? Wenn du sagst, der Wert wird von niemandem gesetzt, sondern er wird nur gefunden, dann ist nochmal die Frage, gefunden werden kann ja nur das, was richtig ist. Genau. Das bedeutet, wenn Menschen etwas, was du für moralisch hältst, nicht erkennen, wenn alle Menschen es nicht erkennen, existiert die Moral denn dann tatsächlich noch? Ja. Ich glaube sogar, in der Moral gibt es jetzt noch den besonderen Fall, dass ich glaube, dass moralische Tatsachen uns adressiert sind. Das ist ein Von wem? Adressiert? In der Struktur. Die haben ja einen imperativen Anspruch. Ja, aber Kind droht zu ertrinken. Ja, adressiert. Ja. Also adressiert setzt begrifflich voraus, es gibt einen Adressaten, einen gedachten Empfänger, und es gibt einen Sender, einen Absender, der den Adressaten adressiert. Wer ist bei diesem Beispiel der Absender? Es kommt, nehmen wir den Fall, nicht? Ja. Ein Kind droht zu ertrinken und ich habe die Wahl, mein Bier wird kalt, wenn ich das Kind rette oder nicht. Was soll ich tun? Nun das Kind retten. Ja. Warum? Weil das die Situation von mir verlangt. Das ist wieder ein völliger Unsinn. Gut, er hat sich kurz versprochen, mein Bier droht kalt zu werden, ne? Wenn ich das Kind rette. Nein, mein Bier droht warm zu werden. Wenn, das ist eine so abstrakte Situation, dass man da, ein Kind droht zu ertrinken. Also, ich sitze an einem See und da ist ein Kind und schreit um Hilfe im See, weiß ich nicht, ist von der Luftmatratze gefallen zum Beispiel. Ich habe gleichzeitig ein wichtiges Geschäftsgespräch auf meinem Handy. Hier geht's um, weiß ich nicht, wie viel 1.000 Euro für mich. Na, das wäre eine konkrete Situation. Ich habe hier ein Geschäftsgespräch. Ich habe ein Bewerbungsgespräch. Ich habe ein Gespräch darüber, dass meine Mutter im Sterben liegt zum Beispiel. Schmeiße ich jetzt das Handy wirklich weg? In all diesen von mir jetzt mal so konstruierten, aber durchaus realen, realistischen Situationen, dass ich jetzt sage,
ich muss unbedingt gleich in den See springen und das Kind retten. Die Flucht in die Abstraktion ist so ein bürgerlicher Trick. Die Flucht in das Allgemeine. Ne? Sollte ich jetzt das Kind retten? Da wird ja gar nicht erzählt, in welcher Situation bin ich. Wenn ich entspannt am See sitze und sage, oh, ein Kind schreit um Hilfe, meistens sind noch andere Menschen dabei, keine Frage, ich spring rein, ich will das Kind retten. Aber der Moralist, der führt es immer in ein totales Abstraktum, außerhalb der konkreten Situation, in der er sich gerade befindet. Stellen wir uns mal einen Tatort vor, der einfach nur so sagt, ja, da sitzt einer entspannt am See, ein Kind ist von der Luftmatratze geflogen, so ein kleines Kind, und macht es, rudert mit den Armen. Natürlich sind wir alle dabei und sagen, Mensch, dem Kind muss geholfen werden. Später in diesem Tatort wird dann aufgeschlüsselt, in welcher Situation das Kind gerade war, in welcher Situation der potenzielle Retter war. Aber um diese Konkretheiten kümmert sich der Bürger nicht. Er will ja lieber philosophieren. Ah. Ja, ja, in dem Fall ist es die Situation selbst, wenn ich sie beschreibe, die verlangt von mir, das zu tun und nicht das andere. Ja, es ist die Situation selbst, die von mir etwas verlangt. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Die Situation ist überhaupt kein Subjekt. Die Situation ist immer eine konkrete, wie ich gerade gesagt habe. Und die Situation selbst verlangt von mir noch gar nichts. Die kann gar nichts von mir verlangen. Das ist nicht meine Mutter, meine Vater, meine Tochter, die vielleicht selber im See da rumschwimmt und sagt, ah, ich ertrinke gerade. Die Situation wird von ihm als ein Subjekt behauptet, indem er sagt, die Situation verlangt von mir. Quatsch. Auch der Kapitalismus verlangt von mir gar nichts. Auch nicht mein Engagement gegen ihn. Weil das sind Abstraktionen. Die Situation, der Kapitalismus, können gar nichts verlangen. Da es nur Abstraktionen sind von sehr konkreten Dingen, die der Philosoph aber nicht beleuchten will. Das ist höchst interessant, was der hier sagt. Die Situation verlangt, das Kind zu retten. Nein. Entweder ich verlange es von mir selber und sage, Gott, das arme Kind. Ich verlange es von mir, da auch mit vollen Klamotten reinzuspringen, vielleicht noch zu riskieren, dass ich selber ertrinke, dann ist es meine Entscheidung. Aber es ist nicht die Situation, die etwas verlangt, mein lieber Herr Philosoph. Nein, das legt keiner fest. Doch, das wird doch dadurch festgesetzt, dass es richtig ist und nicht zu, dass es richtig ist, ein Kind in Gefahr zu retten und dass es falsch wäre, dieses nicht zu tun. Genau, und wer, das ist die Tatsache. Ja, aber wer setzt die Kategorien für richtig und falsch fest? Niemand, weil das, du hast es ja genau richtig beschrieben. Es ist richtig, das Kind zu retten und falsch, es nicht zu retten. Ja, warum brauche ich eine Festsetzung? Ja, liebe Freunde, es geht hier endlos noch mal hin und her. Die Diskussion zwischen einem bürgerlichen Journalisten und einem bürgerlichen Philosophen kann nur damit enden, ja, was Marcel Reich-Ranicki schon sagte, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Es kann nur auf eine eigentlich idiotische Schwebestelle, auf einen Nebel hinauslaufen. Aber dass solche Leute, dass man sagt, ein 44-Jähriger, einer der jüngsten Professoren in Deutschland, dass die so geachtet werden, das sagt ja weniger über ihn aus, als über eine Gesellschaft, die genau solche Charaktermassen, wie es Hans Jessen auch trefflich nach Marx formulierte, hervorbringt. Darüber könnte man auch mal nachdenken. Ich bin auch ohne Kommunistenmütze noch schlau, noch schön, oder?
Jetzt ist es eine Rippermütze. Wieder vom Thema abgelenkt. Bis bald.